Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es geht hier weiter bei The Amazing Spider-Man. So, wir wollen diesen Donald Menken hier mal beschützen. Der hat nämlich so ein bisschen Probleme hier in dem Haufen. Aber die halten hier mal gar nichts aus. Ah, okay, die packen uns schon ein bisschen an hier. Müssen wir aufpassen jetzt. Ja, ab und an kriegen wir mal einen mit. Nein, ich hab doch nicht. Oh ja, ich hab. Okay, machen wir es mal so, dass wir uns hier oben mal ganz kurz heilen. Ach, was sollen die Dinger jetzt? Dann gehen wir doch lieber hier wieder rüber. Also hier muss man wirklich gucken, dass man gerade auf die Defensive hier aufpasst. Klebe ich an dir dran. So. Manchmal beeindrucke ich mich sogar selbst. Das hat doch mal Menke? Gereicht. Sie sind von Oscorp. Naja, niemand ist perfekt. Was ist hier passiert? Es war Cassidy. Wir haben ihn mit einem Experiment... Quatsch! Ich weiß, was Fisk und ihr hier getrieben habt. Das waren alles Versuchskaninchen. Ja, schon gut. Aber die Gefahr ist real. Cassidy hat sich verändert in etwas Schreckliches. Tödliches. Er will mehr erschaffen, die wie er sind. Ja, wie können wir denn Cassidy aufhalten? Wie kann ich Cassidy aufhalten? Vielleicht gar nicht. Du müsstest den Symbionten neutralisieren, den wir injiziert haben. Dazu musst du ihm mehr Schaden zufügen, als er heilen kann. Vielleicht mit Feuer oder starker Vibration. Alles nur Theorie. Oder beides. Ja, welches Serum hast du ihm dann gegeben? Was hat euer verrückter Cocktail mit ihm gemacht? Ja, so ganz verstehe ich das auch nicht. Aber wie immer war das Ziel, die Osborns zu heilen. Diesmal durch organische, intelligente Lebensformen. Naniten, deren Überleben von dem des Wirtskörpers abhängt. Folgendes. Jede Krankheit, jeden Schaden erkennen und heilen sie. Und sie verteidigen den Wirt. Eine symbiotische Beziehung. Ja, und was ist denn Cassidys Ziel überhaupt? Mehr. Cassidy ist ein irrer Psychokiller. Wann ist er so gesellig geworden? Er hatte einen brutalen Vater, die Mutter fehlte. Er war immer neidisch auf Kinder mit liebevollen, stabilen Familien. Also will er sich selbst eine erschaffen? Ja, aus den gefährlichsten Insassen von Ravencroft. Er will eine Familie nach seinem Ebenbild erschaffen. Alles klar. Ich bring sie raus. Das ist mehr, als sie verdienen. Aber dann hole ich mir Cassidy. Richtig. Er ist auf dem Weg ins Tiefgeschoss, wo die gefährlichsten Insassen sind. Wenn er sie zu dem Gleichen macht, was er ist, sind wir nirgends mehr sicher. Na, dann mal schnell. So, wo soll's denn hingehen? Am Parkplatz. Wo ist der Parkplatz? Eine Karte wäre praktisch. Aha, da vorne. Ja, okay, ab hier komme ich klar. Mein Wagen steht draußen. Gehen Sie ins Krankenhaus. Sagen Sie der Polizei alles. Sonst komme ich Sie besuchen, wenn ich mit Cassidy fertig bin. Ja, dann mal weiter. So ein Arsch. Den kann man wohl auch nicht trauen. So, dann geht's wieder rein.
Ach, da unten sollen wir hin. So, dann geht's da mal schön rein, ne? Dann gucken wir mal, ob wir den Carnage hier finden und besiegen können. Das wird wahrscheinlich hier unsere letzte Aufgabe sein. Ziemlich stark gesichert. Ich frag mich, was hier wohl gewesen ist. Ich habe langsam das Gefühl, dass hier was richtig falsch gelaufen ist. So eine unsympathische Drohne. Das Wasser steht unter Strom. Ich muss drüber bleiben. Ja, besser ist das. Du bist nur ein dürrer Häftling. Das wird ein... Nichts, was ein wenig Ionennetz nicht richten könnte. Ich wollte gerade sagen. Da könnte ich glatt Geld mit verdienen. Hat der super geklappt. Meine Netzdüsen funktionieren nicht. Naja, dann warten wir einfach mal hier ab. Sonst sieht ja keiner. Wir sind ja quasi unsichtbar. Na, wenigstens den einen. Mit dem Ionennetz werden alle gleich viel umgänglicher. Junge, dann setzt uns halt unter Strom, aber die Fresse können wir dir trotzdem vermöbeln. Oh, und das tat ganz schön weh. So, sollen wir den Scheiß hier etwa ausmachen? Elektrische Ausrüstung, Brandspuren, jede Wette hier wurde. So, und ein bisschen Audio haben wir hier. Können wir uns das anhören? Irgendwie nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Ziemlich blöde Zeit für kaputte Netzdüsen. Ja, ein Weg raus. Da hinten zeigt er mir an. Also ich glaube, wir müssen dann nochmal um diesen Kasten hier rum. Oh, und wir kommen da einfach nicht rüber. Ich habe so eine Ahnung, dass da was hinter den Trümmern ist. So, dann würde ich sagen... Ah, gehen wir lieber erstmal hier hin. Ja, komm, mach schon. So, der Venomflügel. Ach, das gefällt mir hier ja auch gar nicht. Wenn ich das Wasser berühre, gibt es einen ordentlichen Schlag. Alles klar, also Weg gefunden, irgendwie. Projekt Venom. Toll. Wieso ist es nie Projekt Welpe oder Projekt Schokolade? Tja, das erinnert mich ja an Harry Potter. Können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Ich muss Kasse die Stoppen, haben wir bevor hier? Die Dinge noch schlimmer macht. Cassidys Spur folgen, alles klar. Also, da haben wir gleich mehrere. Damit uns auch ja nicht langweilig wird. So, die Frage ist, wo fangen wir dann da mal an? Na, vielleicht gehst du da einfach mal wie so ein normaler Mensch oder eine normale Spinne meinetwegen. Er will irgendwie auch nicht klettern, aber gut, dann müssen wir es so machen,
Ja, fast. Ja. So, okay, mit Springen geht's doch einfacher. Du sitzt in meinem Netz fest, kleine Spinne. Fürchte die Dunkelheit nicht. Lass sie rein. Dann wirst du sein wie ich. Ich habe mein wahres Ich gefunden, Spider-Man. Das kannst du auch. Ich zeige es dir. Ich weiß, wie es ist, Teil von etwas Größerem zu sein. Du wirst es bald erfahren. Können wir hier durch? Bald gibt es zwei Arten von Menschen. Die, die wie ich sind und die, die tot sind. Zu welcher Gruppe gehörst du? So, hier haben wir noch so ein Ventil. Ah, was ist das jetzt? Was in aller Welt ist das? Eigentlich sieht es nicht so aus, als wäre es von dieser Welt. Ich habe noch nie so etwas Schreckliches gesehen. Meine Familie wächst, Spider-Man. Ich habe so viele Mäuler zu stopfen. Heute stehst du auf dem Speiseplan. Das ist ja ganz schön. Das ist das widerlichste, was ich je gesehen habe. Mein Freund hat Hunger. Er will eine dicke, fette Spinne zu knabbern. Du hast mein Geschenk abgelehnt. Aber ich habe noch eins für dich. Den Tod. Die Stimmen in meinem Kopf sind was? Du musst sterben. Ist das ekelhaft, ey. Was hat der für eine kranke, Familie? Oh je, die sind ja überall. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was zur Hölle? Ach. So, durch Feuer, aha. Dann scheint ihm das wohl nicht zu gefallen, ne? Dann hat er den wohl nicht gut genug gezüchtet. So, hier geht's weiter. Dann schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Ah, Mensch, wenn das nicht eine richtige Location für einen Bossfight ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir werden uns das in der nächsten Folge mal anschauen. Morgen 18 Uhr geht's dann hier weiter bei The Amazing Spider-Man 2. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Unter Umständen wird dies die letzte Folge des Let's Plays werden. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.